Hallo zusammen, ich habe hier unseren neuen Kühlschrank und in einem Kommentar wurde gefragt, warum gibt es diesen Kühlschrank nicht mit einem statischen Kondensator? Um was geht's? Es geht eigentlich um den Lärm. Wir haben Standard hier bei diesem Kühlschrank, nicht nur bei diesem Kühlschrank, haben wir solch einen Kondensator und einen Lüfter. Ihr wisst vielleicht, wir können nicht kühlen, wir können nur Wärme entziehen. Ein Kühlsystem ist ein Wärmeabtransportsystem. Das heißt, die Wärme wird aus dem Kühlschrank nach draußen transportiert. Und durch das wird es im Kühlschrank drin weniger warm. Weil Wärme kann nicht vernichtet werden. Wärme ist eine Energieform und Energie kann nur umgewandelt werden. Also Wärme zum Beispiel in einem thermischen Kraftwerk zu einer mechanischen Energie und dann zum Beispiel zu Strom. Das ist auch eine Energieform. Also Atomkraftwerk oder Kohlekraftwerk. Aber so bei diesen kleinen Sachen eher nicht. Ich habe solch einen Wärmetauscher. Standard ist der für BD35. Der hier ist ein bisschen größer. Und dann habe ich solch einen PC-Lüfter. Meistens die Größe, also wir verbauen die Größe, es gibt Firmen, die verbauen kleinere. Dann frage ich mich immer, wie geht das mit der Leistung auf? Und es gibt auch Leute, da habe ich schon ein Video gemacht, es gibt die gleich großen Lüfter, die aber viel weniger Luftdurchsatz haben. Und ich brauche einen gewissen Luftdurchsatz, dass ich die Wärme wegkriege. Es gibt auch Leute, die sagen, ich baue hier einen Flüsterlüfter ein, geben mir sogar das Modell bekannt, die dann die Hälfte Luftleistung haben, nur dann kriege ich die Wärme nicht mehr weg. Und wenn die Wärme nicht mehr weggeht, dann braucht der Kühlschrank zu viel Strom. Ich habe hier solch einen statischen Wärmetauscher von einem Kühlschrank. Das ist im Prinzip das gleiche wie das hier. Das Kältemittel geht hier durch, wird hier durchgepresst und geht dann eigentlich in den Kühlschrank. Das gleiche, was da ist. Ich habe hier einen Eingang, es wird durchgepresst und hier, der hängt dann zum Beispiel so hinten am Kühlschrank, wird hier angeschraubt. Ich habe jetzt hier geklebt, aber und die Leitungen gehen dann hier runter auf den Kompressor, das ist kältetechnisch überhaupt kein Problem. Und so wird hier Luft, die irgendwo herkommt, steigt dann durch die Wärme auf und geht dann oben wieder weg. Und wir kennen das vielleicht, die Camper aus dem Wohnmobilsektor, da habe ich unten ein Loch, aus oben ein Loch und dann zieht es unten die Luft rein, es geht hoch und oben wieder weg. Und dann ist es so, dass dann Leute zwei oder drei solche Ventilatoren einbauen, dass sie beim Absorber die Luft wegkriegen und dann sind wir genau gleich weit, wie wenn hier so ein Lüfter drin ist. Jetzt könnte man das ausbauen und sagen, wir haben solch einen Widerstand, da verlinke ich euch in der Endcard, das ist der eine. Das war ein Prototyp. Das ist ein anderer mit so einem kleinen Knallfrosch-Thermostat drauf. Oder das hier ist auch so ein Knallfrosch-Thermostat. Bimetall-Thermostaten. Und die schalten bei plus 40 Grad beispielsweise. Also das heißt, wenn ich den hier unten habe und ich habe hier hinten eine Wärme von 40 Grad, ist das an sich zu hoch. Und so setzen wir diesen Thermostat rein mit dem Vorwiderstand oder als Option, weil die meisten haben wirklich kein Problem mit dem Lärm, der dahinter. Und sobald hier 40 Grad wird, läuft der Ventilator schneller. Beziehungsweise, wenn es unter 40 Grad hat, mit diesem Vorwiderstand läuft der Ventilator langsamer. Sobald die Temperatur steigt, wird der Vorwiderstand rausgeschaltet und der Ventilator läuft schneller.
Mit diesem Vorwiderstand ist der Ventilator dann kaum hörbar. Aber es gibt Leute, die hören die Fliegen husten. Und man könnte rein technisch gesehen das Teil hier montieren, hier die Leitung trennen, Kältemittel ablassen und so weiter und so fort. Das ist alles technisch machbar. Und hier unten den Lüfter nur über diesen Thermostaten steuern. Das heißt, wenn die Wärme hier weggeht, weil wir genügend Luftzirkulation haben, läuft der Lüfter nicht. Der Wärmetauscher hier unten, der ist nicht, also ist im Betrieb, aber da keine Luftzirkulation vorhanden ist, funktioniert der eigentlich auch nicht. Und sobald hier die Temperatur auf 40 Grad steigt, könnt ihr auch sagen 38 oder 35, dann fängt der Lüfter an zu laufen. Aber in der meisten Zeit wäre solch ein Kondensator eigentlich ausreichend. So von Oktober bis April oder Mai. Die restliche Zeit vom Jahr sind diese Kondensatoren halt schwächer, weil sie nicht die Wärme wegkriegen. Durch die statische Wärme. Und dann kommt noch ein anderes Thema. Hier habe ich alles kompakt. Ich habe den Schrank, der hat den gleichen Wärmetauscher wie einen kleinen Kühlschrank. Von dem her setzen eigentlich, ich sage mal, fast alle Hersteller auf einen Ventilator und solch einen Kondensator. Es gibt noch Drahtrohrverflüssiger, die sind noch günstiger als die hier, weil Geiz ist geil, so ein Schrank darf ja nichts kosten. Aber das wäre eine Möglichkeit, so einen Kondensator hier hinten anzusetzen, den ganzen Schrank zu zerlegen. Aber wenn ich jetzt den Schrank, neuen Schrank in die Werkstatt nehme, den in der Werkstatt zerlege, also das heißt Kältemittel raus, weil diese Schränke, die kommen ab China, und baue solch einen Kondensator nach. Das ist ein Einzelstück. Ich müsste die zuerst in Serie wieder haben. Dann sind 2-3 Stunden Arbeit weg, ohne Probleme. Sogar noch mehr, weil der Kühlschrank ist relativ schwer zum Einregulieren. Und Masse gibt es hier dann auch nicht. Also das ist eine reine Einzelanfertigung, wenn wir sowas produzieren würden. Und das ist dann erst interessant im Sommer. Ihr wisst ja, es gibt die Sommerzeit und die Winterzeit. Da habe ich sicher auch schon ein Video gemacht drüber. In der Winterzeit, da haben wir mehr Zeit, weil im Sommer haben wir Arbeit. Punkt. Wir machen auch keine Reparaturen von Fremdgeräten mehr in der Sommerzeit, im Winter ja. Also wenn ihr jetzt noch eine Reparatur habt, die bei euch im Wohnmobil steht, nicht erst Gründonnerstag. Wir wissen, dass wir jetzt handeln müssen und nicht studieren, dass wir dann am Gründonnerstag noch den Kühlschrank brauchen vor Ostern. Sondern das hat was mit Studieren zu tun. Das soll es gewesen sein von dieser Abgabe. Ich verlinke euch hier diesen grünen Widerstand oder diesen Ventilator und hier das Video von der Sommer-Winterzeit und hier unten das Video über diesen Kühlschrank. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.